Hallo meine Freunde, willkommen zu einer neuen Runde Dying Light Bad Blood. Dieses Mal im Early Access, nicht mehr Beta, jeder kann es spielen. Zur Erinnerung, wir fallen, ja, immer. Abgeworfen auf dem Gebiet, suchen Waffen, extrahieren DNS. Und von den Hives, von den Zombie-Nestern. Und dann nehmen wir das Arbeit auf für sich. So, mit Rechtsklick kann man die linken vier Dinge arbeiten. Mit die rechten vier Slots unten sind mit Mausrädchen zum Durchradeln. Und wir laufen rum. Suchen die Hives. Hat jemand genug Hives? Zombies? Hat man genug Hives? Kommt ein Helikopter. Und wenn der kommt, kann man wiederum abgeholt werden. Da hat irgendjemand das den Hive gerade ausgerottet. Dass da easy irgendwo wäre. Gehen wir mal zum nächsten. Der andere wird es auch tun. Wer genaueres über das Spiel noch wissen will, ich habe schon ein paar Let's Plays oder Beta gemacht. Es hat sich nicht viel verändert dadurch. Jetzt habe ich einen abgestoppt. Erwischt! Zwei schon! Das ist gut, das aber Peter nicht. Samples! Ich habe Samples bekommen. Sehr schön. Lass uns mal raufgehen da. Die Samples sind eben das, was die anderen extrahiert haben. Was im Endeffekt ich aber im Endeffekt brauchen kann. Klarerweise. Hier kann die halt stehen. Also Small Hive, das sollte man eigentlich hinkriegen. Noch einer. So, ein extra hier wieder. Mit F funktioniert das? Da schaut irgendwas böse aus. So eine Map? Achso, nein, das ist so zum Spaß rot, glaube ich. So. Wohlerfüllen hätte ich mich irgendwie mit einem Medkit. Habe ich da auch? Das kannst du kann man auch machen. Painkillers. Auch gut. Nochmal zwei. Messer. Eine Machete. Wunderbar. Machete. Legen wir gleich mal an. Heiltrank auch. Gehen wir weiter. Braucht nämlich weniger. Es gibt Kampfausdauer. Dann kommen wir drauf. Länger mal. So. Die Kampfausdauer. Rettungswagen. Da gibt es meistens dann irgendwas hinten drin zum Holen. Wissen lustigerweise viele nicht. Warum auch immer. Passt. Bring mal an. So. Das ist ein großer Hive da. Da brauche ich wahrscheinlich nicht hingehen. Weil das sind meistens etwas ganz große Zombies. Medium Hive. Noch Chaos da mehr, sehr gut. Komm her da. Jetzt sollte ich mal laufen, bevor ich drauf gehe. Ja, bleib, mache ich. Erwischt. Du Sack. Item Power. Jawohl. So. Wieder einen erwischt.
Heilung haben wir noch etwas, aber nicht mehr allzu viel. So, mal. Ja, guck. Wow! Dann muss er weg. Ah, da gibt's noch so einen. Ihr seht, man kann irrsinnig lauernd klettern. Oh, eine Kiste. Ich fühle mich da eigentlich relativ sicher immer. Solange ich auf die da rumrenne, glaube ich einfach nicht, damit da jetzt irgendein x-beliebiger Grand kommt und blablabla, gemütlich mal da ist auch. Granatisch mal gut. Da ist einer. Alter, was war das jetzt? Habe ich mich jetzt selber gesprengt? Das kann es aber nicht sein, oder? Maria! Aber das ist doch vorbeigegangen! Stirbt übrigens Zahner. Na gut, hängen wir eine Runde dran gleich. Eine zweite. Das wäre jetzt schade. Wenn ich mir jetzt mit der Handgranate selber in die Luft gejagt habe, ist das natürlich blöd. Wie ihr seht, es gibt wirklich relativ wenig Schusswaffen. Finde ich da auch. Finde ich auch relativ cool, weil ich denke, es gibt jetzt mittlerweile schon mehr als genug Spiele, wo man erschossen wird und praktisch noch nicht mal weiß, wo der Schuss herkommen ist. Ja. Das sind wir dann in der Aufwärmphase. Mit Medic. So, Moment. Was haben wir da? Ich meine, ich weiß nicht, die anderen auch noch was haben, aber nein, ich möchte sehen, dass ich auch noch was habe. Hey. Da kann man nicht hinschlagen. Ich bin nochmal raus. Seitdem das Spiel im Early Access ist, geht es auch mit dem Matchfinding relativ gut und schnell. Schauen wir mal, wie hoch man da gleich kommt. Ups! Auf da! Nochmal! Da kommen die nochmal. So Mirror's Edge lässt grüßen, aber echte. Ah! Fackelt mich ab, der Koffer. So. Wie gesagt, zur Erklärung, die vorher etwas sporadisch schnell im Spiel entstanden ist. Hives! DNS stellen. Wenn man die DNS hat, kann man im Endeffekt dann vom Hubschrauber abgeholt werden. Und wenn. Ah, hin da, komm. Ups. Und. Ja, so laufen wir alle am Schluss zusammen irgendwo, da, wo der Hubschrauber ist, in der Hoffnung, damit sie einen Platz kriegen. Und dann gibt es noch ein schönes Gemetzel. Was wir jetzt hoffentlich mal mitkriegen. In Kürze. Und nicht wieder irgendeiner kommt und mich abknallt. Beziehungsweise ich vielleicht zu blöd bin dafür. Und mich wieder selbst in die Luft jagen mit irgendeinem komischen Granatenteil. Was ich bis jetzt nicht ganz verstehe, wie das ist. Ich teste ja noch. Das schaut schon gut aus. Das ist nämlich ein absolut. Das Schild ist wirklich. Also ohne Scheiß. Das blockt jeden Nahkampfangriff. Das kann schon was. Da ist irgendwo ein Hive. Auf dem Mauer ist immer eine gute Idee. Die müssen da mal raus. Damit ist der Schnitt. Das ging in der Beta auch nicht, glaube ich. Wie gesagt, das Spiel ist jetzt nichts für kleine Kinder unbedingt, aber. Ich bin da jetzt nicht so.
Da vorne scheint aber irgendwo, ich weiß nicht, das Gelbe ist ein Spieler. Lauf mal auf den zu. Das ist das Gelbe. Müsste da jetzt aber schon mal sein. Ich lasse sie mal spielen da. Tja, der hat das nicht überrissen, dass ich da war. Wiederum gut für mich. Schlecht für ihn. So. Augen haben wir auch. Mit genau einem Schuss wahrscheinlich. Bitte. Mod drauf. Los geht's. Die haben auch nichts gehabt, gell? Nee. Okay. Jetzt mal nicht wie ein Berserker durchrennen. Schauen wir uns mal um. Jetzt weiß ich noch, das Beta, das ist da oben irgendwo, glaube ich, so. Der Hive da ist nicht weit weg. Aber ich zwingt Platz zu kämpfen. Ah. Komm. Das ist unfair an der Sache. Der hat was zum Werfen und zum Damage machen und ich nicht. Fuck! Ich glaub, der hat mich. Fuck! Scheiße! Ja, so geht's dann, wenn man nichts zum Heilen hat. Gut. Ich habe keine Ahnung, wie lang die Aufnahme jetzt schon dauert. Ist mir eigentlich auch wurscht. Anerkennung. Eine ist immer noch gegangen, oder? Ne, ich denke, das passt schon. Ne, also Heilung wäre immer gut gleich zu finden. Das ist wirklich das A und O, so wie ich mir das jetzt angeschaut habe. Also, wenn ich jetzt ein bisschen Zeit gehabt hätte, mich irgendwo zu heilen oder ein Ding zu werfen, ein Molotov-Cocktail zum Werfen gehabt hätte, da wäre schon wesentlich mehr gegangen. Verifying Match, so. Dann verify mal. Ja, kommt da was oder kommt da nichts?
Cable, Internet. Ja, was spielt man sonst? LAN. Da kann man sich ein bisschen raufklettern, aber nicht weit. Das hab ich schon probiert. Warte mal. Scheint so, als würde das da gerade nichts werden. Ich glaube, das geht eigentlich von der anderen Seite. Da komme ich, glaube ich, nicht hin. Oh ja, der kann klettern. 10 Spieler. Geht ja. Hopp! So, jetzt soll die Funkfähigkeit von dem Typen austesten. Ah! Hör mal. Geht's noch? Los geht's. Nächste Runde in a row. Wir starten wie immer. Leicht bewaffnet, fallen vom Himmel, knallen am Boden. Und sind schon hier. So, das nehmen wir mal alles mit. Messer ist auch mal nicht schlecht. Brauchen wir nicht. Machete, Schild, schaffst du das? Heilung wäre noch cool. Wo ist zum Heilen, wäre wirklich praktisch. Wurfmesser. Ja, Machete. Gut. Haben wir erstmal wurscht, das Ding auch. Auf da! Weg! Er blockt! Wieso blockt der? Auf damit! Das gibt's ja nicht. Dieses Blocken hilft anscheinend. Sieben Life. Weiter. Okay, mit Blocken sollte ich mich beschäftigen. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Aufnahme. Bisschen besser als jetzt. Und bis dann. Ciao.